Ja, guck mal, easy peasy, bisschen was rausgeholt. Nicht viel, aber ein bisschen was. Also ich finde ja, das war gar nicht so schlecht, ja. Wir haben wieder schön den Bambis den Arsch versorgt und yeah. Nice. Boah, davon habe ich auch schon so viele Schlüssel hier. Die hebe ich mal auf. Vielleicht spielen wir die nachher nochmal. Geh aufs Klo, bevor du es vergisst, ich mache noch eine Runde. Ich gehe all in, Chat. Ich gehe jetzt all in. Ich versuche, die Wurst so lange zu halten. Scheiße, das ist keine gute Idee, Chat. Klopft halt schon an. Das ist echt Leben am Limit. Eine Runde geht noch, Chat. Fuck, ich muss... 100 Pro muss ich währenddessen aufs Klo. Ich kann es schon spüren, Chat. Ich kann es schon spüren. Weil er die Wahrheit sagt. Oh Gott, ja, du wirst auch AfD, du Clown. Genau, FFF steht für 666, da wisst ihr schon, wer bei Fridays for Future dahinter steckt. Ja, ja, genau. Weil er ja so klug ist. Hallo? Merkst du dich noch? Friday for Future, FFF, F ist die 6 im Alphabet, 666, da wisst ihr schon, wer dahinter steckt. Ganz genau. Oi! Also Dieter, weißt du, ich komme heute leider ein bisschen zu spät zur Aufnahme. Ich musste mir gerade noch mal so eine richtig schöne Crackpipe reinballern, damit mir auch richtig schön die Scheiße aus dem Mund rausquält. Ja, weil er die Wahrheit sagt, genau. Aha. Entschuldigung, es wird kurz politisch. Scheiß Rassist. Scheiß fucking Rassist. Gut, das war es mit politisch. Wollte nur mal ganz kurz den Standpunkt klar machen. Twitch Prime is not a crime. Den jetzt getötet? Oh Mann. Danke für die Eier, um da Stellung zu beziehen. Hoho! Bagger gegen Rassismus, da brauchst du hier gar nicht ankommen. Wenn du dein scheiß braunes Gedankengut hier verteilen willst, dann scheiße ich dir aber richtig schön in den Rachen. Und nicht indem ich dich banne, sondern indem ich dich vorführe und dir zeige, wie dämlich du bist. Wie Hunze und Schunze dumm du bist. Das kannst du gerne haben. Ohne Scheiß, falls ihr auch nur irgendwelche rassistische Neigung habt, dürft ihr es gerne aus. Könnt ihr euch das gerne, wenn ihr euch die Mühe machen, mir das zu erklären. Aber danach wird es nicht cool für euch. So gar nicht. Das wird nicht gut für euch. Mm-mm. Dann kriegt ihr so ein richtig dickes Ding trocken hinten rein. Und zwar trocken, als EFT euch das je geben kann. So, und damit war es das mit Politik. Entschuldigung, ich wollte das nur mal loswerden, weil wenn ich nämlich so einen Käse im Chat lese, solche ignoranten Blödsinn von irgendwem, der ein bisschen zu viel Fernsehen guckt, dann wird mir ein bisschen schlecht. Weil ich möchte nämlich nicht nochmal sowas wie in der Vergangenheit haben. Thank you very much. Ansonsten, wenn ihr gerne das Gespräch suchen wollt, könnt ihr das gerne machen. Meine PMs sind sehr gerne offen und ich erkläre euch das sehr, sehr gerne, weil ich hasse scheiß fucking Rassisten. Entschuldigung, das wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Weiter geht's.
Dir ging's noch nie schlecht? Warte mal kurz. Die Leute, die zu uns ins Land kommen, by the way, Flüchtlinge, zum Beispiel aus Serbien oder aus dem Kosovo, denen geht's schlecht, Maga. Dir ging's noch nie schlecht. Dir ging's noch nie schlecht. Dir ging's noch nie schlecht. Dir. Du, der mir vorwirft, dass es mir schlecht geht. Du hast noch nie gehungert. Neben dir sind noch nie Bomben eingeschlagen. Von dir wurde noch nie jemand erschossen. Neben dir, aus deiner Familie, wurde noch nie jemand erschossen. Noch nie. Und du wirst dich wahrscheinlich noch nie, auch nur ansatzweise, mit Menschen unterhalten haben, die sowas erlebt haben. Noch nie. Und du wirfst mir so einen Schwachsinn vor? Ah ja. Ich verstehe schon. Aber mach ruhig weiter. Gib dir Mühe. Freu mich drauf. Ich war 4 Jahre in Afghanistan. Du nicht. Ja, richtig. Und wie kannst du denn sowas von dir geben? Wenn du 4 Jahre in Afghanistan warst? Wie zum Teufel kannst du sowas von dir geben? Ich nicht, nee, das ist richtig. Sag ich aber auch nicht. Ich kann dir sagen, was das für Menschen sind. Alter, Bagger. Richtig, Menschen. Es sind Menschen. Du hast es schon gesagt, Menschen. Schreib mal einen deutschen Satz, bitte. Nee, ich bann solche Leute nicht. Ich bann solche Leute nicht. Ich überzeuge sie gerne vom Gegenteil. Zucker, ich sehe dich nicht. Oh oh. I don't see you. Nein, das ist unfair, ich sehe dich nicht. Bike, schade für die Subs. Schade für die Subs? Dein Geld will ich gar nicht haben, Bagger. Dein Geld will ich gar nicht haben. Ah ja. Dein Geld brauche ich nicht, du. Das will ich auch gar nicht. Schäme dich im Grund und Boden. Schäme dich. Geh dich schämen. Aber wirst du eh nicht machen. Und damit ist es jetzt auch vorbei. Sorry, Leute. Aber ich dulde sowas nicht. Und ich unterhalte mich gerne darüber. Tut mir leid.
Ich wollte ihn gerade verlängern. Hast du zu viele patriotische Filme geguckt? Ist mir scheißegal, ob du den Sub verlängern willst oder nicht. Du bist ein scheiß fucking Rassist. Was willst du von mir? Wovon redest du? Dein Land dankt dir irgendwas. Dein Land ist hier für nichts schuldig, du Pfeife. Der hatte Joghurt im Rucksack. Keine Nades, ne? Nein. Aber er ist noch nicht weggegangen. Wo ist er denn? Ist er hinten im Dings drin? Weird. Der ist bestimmt weg. Meinst du? Ich habe ihn halt nicht weglaufen sehen. Das ist mein Problem.
Ich habe doch darüber geguckt. Ich habe ihn nicht laufen sehen. Ist er in irgendeiner Ecke drin oder so? Oh. Houdini? Das ist der Typ mit der SA, der da hinten läuft wahrscheinlich, oder? Der hat sich weggebeamt. Muss ich in die Richtung? Ich glaube nicht, oder? Nee. Oh, muss ich. Verblutet? Ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, warum der nicht gestorben ist. Das ist für mich auch schon mal so ein Rätsel. Aber der ist schon weg. Also entweder hat er eine Suck, der wird wahrscheinlich irgendwie eine Suck oder so eine Scheiße angehabt haben. Weil eigentlich hätte der tot sein müssen. Ich habe vorhin auch Level 5 Thorax gekriegt. One tap. But he's gone. He vanished. Wahrscheinlich nach der Granate hat er gepusht oder so. Hookta, dankeschön für 4 Monate. Und McFly, dankeschön für dein Prime. Ja, meine ich ja. Und wir haben ihn, glaube ich, in Thorax geschossen. Durch den Rucksack. Aber vielleicht hat der Rucksack irgendwas geblockt. I don't know. Oder wir haben ihn in den Magen geschossen. Das kann auch sein. Durch die Bewegung oder so und den Sway. Aber ich hätte jetzt gesagt, ich war auf dem Thorax auch. Ich hätte jetzt gesagt, ich war auf Thorax auch. Naja. Es ist wie das, ne? Der war nämlich schön juicy, der junge Mann. Juicy boy. Oh, die Mose, die nehme ich. Oh, das nehme ich auf. Kann ich mir nämlich den neuen Nate eintraden? Nice. Ja, es wird gerade alles, oh nee, ich steige heute nicht mehr auf solche Themen ein. Ich muss mich erstmal kurz runterkühlen. Das, bei dem einen, da wäre ich immer so. Oh, da wäre ich immer so anders. So speziell. Ich halte mich da raus heute. Ich halte mich da raus. Ihr macht das schon schön. Hier? Soll ich dich in den Arm nehmen, Jung? Das wäre super nett. Ich möchte gerne in deinen 50er Bizeps liegen. Währenddessen mich im Schwitzkasten hast. Das wäre so schön. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen auf dem Freitag.
Ich habe erst Brot. Aber das war nicht der andere Typ, glaube ich. Weiß leider nicht, was der andere für eine Waffe hatte. Oder war das doch? Vielleicht? Ah ja, hier ist die Fall. Hier ist die Fall. Sind wir bei 41 Kilo. Sorry. Ups. Upsi. How dare you? Oh shit. Oh, he's coming. Excuse me, no. Oh, mit der Pistole. Nice try. Na gut, dann gehen wir langsam raus. Was esse ich heute eigentlich zum Mittag, Chat? Müsste mir nämlich so langsam was machen. Ich könnte mich entscheiden zwischen Sandwich Toast oder vielleicht habe ich noch was im Gefrierfach. Bin mir noch nicht so sicher. Mittag ist rum. Na gut, denn nicht.
Tortellini mit Tomaten? Nee, ich bin allergisch gegen Tomaten. Wie wär's zur Abwechslung mit einem leckeren Ja, das wäre gar nicht so eine schlechte Idee. Mit dem Sandwich Toast. Toll. Ich war 4 Jahre Sandwich Toast abhängig und habe für den Start Toast gegessen. Und wie dankt er mir das? Noch mehr Sandwich Toasts. Nun, jetzt habe ich 4 Wochen Zeit, Stream zu schauen. Warum? Oh, nee, was frage ich überhaupt? Ja, deine Schule wurde geschlossen. Ich hatte gerade 2 TK-Pizzen. Oh, Jago, Alter.